Hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Starfleet Academy. Wir verlieren keine Zeit und gehen gleich in die Vorlesung. Ja. Oh, das ist ja sehr aufschlussreich. Gucken wir mal, was wir heute zu tun haben. In der fünften Mission im zweiten Studienjahr. Ah ja. Na schön, legen wir los. Da ist die romulanische neutrale Zone da oben. Wir fliegen in den Janus-Sektor. Und da hinten ist schon ein Schiff. Wir treten in den Janus-Sektor ein. Nachricht von den Code. Das Treffen ist in den Galta-Sektor vielleicht worden. Okay. Oh nein, deutlich Botschafter Fox. Botschafter Fox ist der Mistkerl, der Captain Kirk befohlen hat, trotz einer gegenteiligen Aufforderung der Regierung, den Planeten Vendika? Eminia oder Vendika? Ich glaube Eminia anzufliegen. In der Episode Krieg der Computer heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Da führen die beiden Planeten gegeneinander Krieg. Und Botschafter Fox hat das Rennen doch noch fertig. Und Botschafter Fox hat dann angeordnet, dass man trotz der gegenteiligen Anordnung der Regierung in den Standardorbit geht und runterbeamt. Das hat ein paar Schwierigkeiten verursacht. Also guckt euch die Folge ruhig an. Ich finde sie ganz interessant. Ja, jedenfalls fliegen wir jetzt weiter nach Galta. Obwohl hier ein Schiff fliegt. Hier ist aber nichts. Ja, ein romulanischer. Schiff rot. Schutzschild hoch. Und Kommunikation. Alles klar. Nun denn. Dann wollen wir den mal aus dem Weltraum pusten. Ey, auf mich zu beschießen, du Miststück. Ah, Mist. Da müssen wir jetzt aufpassen. Die romulanische Tarnvorrichtung hat einige Schwächen, genauso wie die klingonische. Es kann durchaus sein, dass wir den trotz aktivierter Tarnvorrichtung sehen können. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Schwierig jetzt. Gehen wir kurz Ring der Reparatur auf die Schilde. Jetzt wollen wir sich tarnen, dass unsere Schutzschilde in der Zeit wieder aufladen. Sekunde, da war er doch eben, oder? Na komm her, du Miststück. Ich krieg dich. Ich werde dich bekommen. Haha. Ist ja nur ein romulanischer Bird of Prey. Jetzt da. Da ist er. Da ist er, der Mistkerl. Ich glaube, der flieht vor uns. Damit haben wir unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Alarmstufe grün. Und zurück in den Janus-Sektor. Warum gehe ich hier auf Alarmstufe grün zurück? Ganz einfach. Beim letzten Mal, als ich die Mission Probe gespielt habe, bin ich versehentlich, als ich beschleunigen wollte, auf den Phaser-Knopf gekommen und habe das romulanische Schiff neben den Code beschossen. Und daraufhin haben die Code auch das Feuer auf mich eröffnet. Naja, was auch so, was auch immer. Kurz auf die Kommunikation. Jo, okay. Danke, Sturek, wäre ich niemals aufgekommen. Fliegen wir einfach mal näher ran. Wir müssten dann ja eine Mitteilung bekommen von dem Schiff. Gucken, das ist das Schiff der Code und daneben sieht es, das sieht nach dem D7-Kreuzer aus. Beziehungsweise nach der romulanischen Variante davon. Die Code und die Romulaner grüßen uns. Die Code fragen nach dem Grund für unsere Verspätung.
Sagen Sie ihnen, dass wir am Ablenkungsrunde wird zum Anfang gefahren sind, ne? Sagen Sie ihnen, dass die Romulaner versucht haben, unser Schiff zu zerstören. Sagen Sie ihnen, dass die Romulaner ihnen das besser erklären können. Da wir ja die Sternenflotte vertreten und deswegen immer schon diplomatisch bleiben sollen, nehmen wir natürlich Antwort A. Wir sind in einem Ablenkungsmanöver zum Opfer gefallen. Die Entschuldigung ist angenommen. Der Botschafter wurde zu Ihnen hinübergeblieben. Ist hier unerfüllt. Okay, wir können zurückfliegen. Zurück zur Sternbasis. So viel zum Thema, die Romulaner wollten uns vernichten. Naja. Kommunikation. Ist hier unerfüllt. Und 100%. Tada! Wegtreten, okay. Glückwunsch, Sie werden ins dritte Studienjahr versetzt. Jawoll, super. Okay. Gucken wir mal, was die Jungs zu sagen haben. Colland. Na, bereit, ein Schwerkreuzer, blöde Kreuzer zu kommandieren? Immer doch, Colland, immer doch. Ja, die sind nämlich an der Simulation nicht enthalten. Da hat natürlich auch recht, der Mr. Hawkins, unser Charakter. Was hat denn Wanda McGee zu sagen? Und Robin Brady. Oh Mann, ey. Na gut, was hat denn Jones zu sagen? Gucken. Na! Ah ja, ist klar, Mr. Jones. Nun denn, ich würde sagen, das war's schon wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Star Trek Starfleet Academy. Bis dann.